Beunruhigende Gedanken stören meine Ruhe. Nur ein Traum oder vielleicht doch mehr. Vielleicht kann ich zurück zu meinem Traum von Svart Alfheim. So. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir haben diesen Traum mal unterbrochen, nachdem ich ewig versucht habe, Svart zu besiegen im aktuellen Level. Was aber definitiv aussichtslos war. Und ich mir denke, vielleicht kommen wir da später zurück. Und ich bin froh, dass ich dieses Wecken da gerade hab stehen sehen. Weil man ja nicht wirklich in irgendein Menü reinkam. Beziehungsweise habe ich dann versucht, den Schwierigkeitsgrad zu ändern, aber das ließ ich während dieses Traumes ja auch nicht. Ja, schwierig. Ich denke, da sollten wir später nochmal reinschauen. Und ja, stattdessen verfolgen wir doch mal die normale Quest. Erreiche Siedlungsstufe 2. Stufe 4. Finde Töte Ordensmitglieder. Alle Codex-Seiten. Flussraubzüge. So, schließe ein Bündnis mit in Engländerland mit entweder Leicestershire oder Canterbrixure, wie auch immer das ausgesprochen wird. Und die Stufen sind alle höher. Sehr viel höher. Frankreich, Irland. Okay. Wir kommen offenbar noch ein bisschen rum. Ja, das schaffe ich definitiv noch nicht. Empfohlene Stärke 20 halt auch. Welche haben wir denn? Stärke 15. Also, gut, wir haben ein paar Punkte zu verteilen auch gerade noch. Das sollten wir vielleicht machen. Oh, in den Rücken fallen klingt eigentlich ganz cool. Schleichangriffe finde ich gut. Wobei natürlich in den Rücken fallen das bei Sword auch nicht geholfen hätte. Mehr Fernkampfschaden und Attentatsschaden. Ich würde ja, glaube ich, schon auf eine Kombi mit Fernangriff und Attentat gehen. Eine coole Sache. Feinde hervorheben, wenn man gerade geduckt ist. Das ist sicher auch cool. Meuchlergrätsche. Pfeilsammler wird sicher irgendwann auch wichtig. Das klingt irgendwie lustig. Einfach aufs Gesicht zu treten. Fähigkeiten Schaden. Fähigkeiten habe ich noch gar nicht so viele. Da habe ich halt bisher nur die Wurfaxt. Gift. Gift klingt immer sexy.
Ich stehe ja immer drauf, wenn ich Giftschaden, Giftpfeile, Giftwaffen benutzen kann. Gift und Feuer, meine Lieblingskombination. Noch kann ich allerdings hier gar nichts mit Gift machen. Ich habe zumindest nicht mit Gift gelernt. Wie gigantisch ist eigentlich dieser Wertebaum? Spendangriff finde ich ganz gut, dass wenn man entdeckt wird, man einfach drauf lossprinten kann und angreifen schnell. Ich möchte, glaube ich, erstmal auf den fortgeschrittenen Meuchelmord hinarbeiten. Sind die gar nicht verbunden da unten? Oh, die sind gar nicht verbunden da unten. Das heißt, ich komme über diesen Punkt gar nicht darüber. Ich muss einmal komplett außen rum. Da gibt es geführten Pfeil. Gift. Ich will Gift lernen. Irgendwas mit Gift muss ich halt auch noch lernen können. Wahrscheinlich muss ich die Fähigkeit aber erst finden. Aber okay, weiß ich Bescheid. Dann sollten wir vielleicht doch erstmal der Hauptquest folgen. Oder wir gucken, ob wir in der Gegend was erkundschaften können. Wenn ich schon sage, wir brauchen Fähigkeiten. Das Kloster haben wir ja schon ausgenommen. Hier gibt es noch einen Schatz. Ah, da kam... Nee, das war der Schatz da oben, durch zu dem wir noch nicht kamen. Im Kloster haben wir auch Schätze liegen lassen. Aber halt, ob es Sinn macht, jetzt schon Schätze suchen zu gehen oder ob wir erstmal die nächste Hauptquest erledigen sollten. Auf jeden Fall sollten wir reiten. Denn Reiten ist schneller als Laufen. Ich komme halt auch immer wieder ins Schwärmen, wenn ich diese Gegend sehe. Wie schön ist eigentlich dieses Spiel? Ich muss aber schon sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, mich mit Ava zu identifizieren, weil sie einfach wirklich ein bisschen farblos als Charakter ist und ein bisschen einfach stumpf. Oh, überall Lavendel. Ja, warum sollte ich denn jetzt Rehe jagen? Von denen ja gerade nichts. Wäre ja unnötig. Fuchsi! Oh, die Blumenwiesen. Schön. Man kann sich auch mal an sowas Kleinem erfreuen. Oh, so wie mit der Sonne, die hier durch die Bäume kommt. Oh, krass.
Aber ich glaube, ich bin falsch. Pferdchen, du solltest da vielleicht nicht drunter springen. Überlass das mal mir. Ich würde es aber nicht wundern, wenn das eigentlich in einer Höhle wäre. Schlangen, okay. Schön, ich bin vergiftet. Ihr könnt speien, okay. Ich wusste nicht, dass wir hier auch auf Schlangen treffen werden. Da war ich ein wenig überrascht. So, wir haben ein paar Vorräte gefunden. Da drüben scheint es einen größeren Schatz noch zu geben. Da gibt es noch einen kleinen Schatz. Und da ist ein Aussichtspunkt. Lass uns doch den kleinen Schatz holen und dann den Aussichtspunkt. Okay, hier kann das Pferd wieder reiten. Eigentlich wollte ich halt nicht zu viele Nebenquests machen und mich nicht zu viel ablenken lassen, weil das hat mir damals Odyssey so tatsächlich ein wenig zerstört. Hat dafür gesorgt, dass ich Odyssey nie durchgespielt habe. Weil es einfach zu viel Nebengedöns gab, das mich dann von der Hauptquest abgelenkt hat. Kann ich einfach kaputt hauen. Und Eisen sammeln. Gut. Ich hätte ja Angst, dass meine Achse durchstumpft wird. So, dann holen wir doch erst den Aussichtspunkt und dann... den Schatz. Vermerk eines Wegelagerers. Letzte Woche noch wurde hier gelacht und gesungen, man roch das Feuer und das Schwein, das drüber briet. Nur wenige Tage später höre ich nur noch Kaninchen umherstreifen und Raben grähen, die nach Essen suchen. Man sieht nichts als verbrannte Überreste und rauchende Glutnester. Das Heer der Söhne Ragnars ist weitergezogen. Viele würden hierin das sehen, was es ist, nämlich eine Siedlung, die dem Verfall überlassen wurde. Doch für einen Schmied ist diese Verwüstung eine wahre Schatzgrube. Ich werde die Werkzeuge und Waffen sammeln, die zurückgelassen wurden, und sie zu Vater bringen. Was gut aussieht, verkaufen wir, alles andere schmelzen wir ein. Ich hasse die Dänen für das, was sie sich nehmen, aber ich liebe sie für das, was sie zurücklassen. Okay. Du bist kein Aussichtspunkt. Lass mich raten. Du bist auch irgendwie ein Schatz oder sowas. Ich dachte, das wäre der Aussichtspunkt. Komm, da oben. Ich kann doch bestimmt da oben was holen. Es ist der Aussichtspunkt. Thank you.
hab's vermisst. Was ist das denn? Dieses Dreiecksymbol. Der Schatz liegt dort. Oh, warum juckt denn jetzt meine Nase so sehr? Irgendjemand denkt an mich. So, der Schatz liegt dort. Aber ich will herausfinden, was das für ein Dreieck ist, tatsächlich. Warum hast du gebrannt? Was war das denn für ein seltsamer Hirsch? Zunächst möchte ich zu dir. Bevor ich mir dann den großen goldenen schnappe. Was geschieht hier? Was zur Hölle? Vielleicht sollte ich kurz speichern. Wenn ich gar keine Ahnung habe, was hier eigentlich gerade abgeht. Hallo? Bex, siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, erstmal hochklettern, also. Wir wissen ja nicht, was es ist. Der sollte ich wahrscheinlich ausweichen. Eine instabile Struktur. Was soll ich mit dir machen? Ah, mit dir soll ich diese Plattform herstellen. Gucken müssen, wo ich als nächstes hingehe. Ich werde wohl auf beide sowieso hochklettern müssen. Ich weiß halt nie, was ich davon halten soll. Von diesen Zwischendingern, wo man halt dann aus der Hauptstory so ein bisschen ja auch rausgerissen wird. Zur Story von Ava, sagen wir es einmal so. Ich sehe antiklimaktisch. Okay. Was soll ich hier tun? Hinter mir ist nichts. Reflektor.
Ja, du kannst den vorderen ja so treffen. Wach auf, Lister, wach auf! Soldaten stehen vor der Tür. Sie wollen dich holen, uns! Sollen sie mich holen? Ich fürchte mich nicht. Dann werde ich meinem Zorn vor Gericht Luft machen. Sie töten dich, bevor sie dich reden lassen. Ich wende mich an den Rat. Sie müssen erfahren, was der Wütende getan hat. Sie sind hier. Dafür bleibt keine Zeit. Der Wütende? Was ist denn der Wütende? Wird das noch wichtig? Bestimmt wird das noch wichtig, was wir gerade gehört haben. Sonst hätte man es ja nicht gehört. Ich mag die Musik, aber die im Hintergrund spielt. Erinnert mich an Oxenfree. Ein wirklich schönes Indie-Game. Ich hoffe, wir bekommen dann eine echt gute Belohnung für. Ich nähere mich jetzt dem Datenpaket. Ich sehe es. Es ist verschlüsselt, aber das kriege ich schon hin. Ich hab sie. Schicke sie los. Okay. Was? Okay, wir bekommen gar keine Belohnung dafür. Außer der Cutscene, die sehr seltsam wirkte. Mysteriös. Es wirkte irgendwie so futuristisch. Aber viel hat man jetzt auch nicht unbedingt erkannt. Ich finde es aber schön, dass tatsächlich mit der Gegend, die man ja verlassen hat, von Norwegen nach England, auch die Sachen, die man einsammeln kann, sich verändert haben. Vorher waren es ja Moltebeeren, jetzt sind es Himbeeren und Pilze. Hohe Pilze waren es, glaube ich, auch in Norwegen. Ich will zum großen gelben Punkt. Der da hinten ein ganzes Stück weit entfernt liegt. Huch, und was ist das? Für eine Stadt oder Kirche? Ich wollte gerade schon fragen, Freund oder Feind? Aber das ist ein Steinhaufen. Das ist gar kein Mensch. Ist ein Lager. Von wem weiß ich nicht. Ich hoffe, ich kann einfach schwimmen. Ah, kann sogar tauchen. Ich warte nur darauf, dass mich gleich irgendwie ein Krokodil oder so wegschnappt. In England. Ja, irgendein großes Viech, ey. Monster von Loch Ness oder so. Ich meine, wir waren ja auch schon bei den Göttern.
Es wird mich nicht wundern. Hallo. Ich kann super zielen. Du lootest. Die sind aber auch so gut getarnt. Erinnert mich an die früheren Tomb Raider-Spiele. Die sitzen hier ja wirklich überall rum. Ach komm. Als wäre das nicht getroffen gewesen. Aber nur sicherheitshalber werde ich euch alle töten. Wenn ich nicht aus Versehen reinfliege. Den Schatz würde ich halt jetzt gern noch in der Folge finden. Genau in der Richtung. Richtung Lager. Ja, Richtung Lager. Okay. Die Frage ist natürlich, mit wie vielen Mann muss ich hier rechnen? Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Lief ja gut. Keine Aufmerksamkeit erregen. Es gibt bestimmt einen geschickteren Einstiegsort. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Bin so weit weg. Leg ihn doch ab. Da ist sie ja schon schön versteckt. Den werde ich wahrscheinlich nicht andocken können. Ja, sonst wäre er eben schon mitgekommen. Der bewegt sich halt auch. Ja, nimm den noch mit. Ach, Adrenalin füllt der. Ich weiß übrigens gerade noch immer nicht, für was mein Adrenalin eigentlich da ist. Ja. Du da? Renn da. Weg mit dir. Ich muss aufpassen, weil sie verschiedene Attentate macht und wenn sie so springt, springt sie halt auch gern mal aus der Deckung raus, was dann so gar nicht von mir gedacht war.
Manchmal muss ich also noch länger warten, bis sie tatsächlich im hohen Gras sind. Oh Gott. Ich wollte nicht das Pferd rufen. Das war sehr dumm. Aber immerhin sind die Soldaten genauso dumm, die herumlaufen und wundern sich nicht über das Pferd, das hier angerannt kommt. Ist nur das Pferd, das pfeift. Keine Sorge. Ja, Carlos, chill mal. Schade. Dass ich den nicht mit einem Schleichangriff töten konnte. Dafür hätte ich jetzt den verbesserten Schleichangriff gebraucht, aber naja, egal. Hey, den Großteil des Lagers konnten wir einfach ausschleichen. Und wir haben Reichtum erworben. Kleine Rune der Feinheit bekommen. Das ist interessant. Das können wir uns hier gleich mal anschauen. Kleine Rune der Feinheit. Was machst du denn? Kritische Chance. Das ist schon mal nicht schlecht. Schleichangriffschaden plus würde uns eigentlich ganz gut stehen. Auf irgendeinem unserer... Ah, wir haben den schon. 1,8 Schleichangriff. Schön. A ist ändern. Y ist Rune. Kann ich die einfach austauschen? Was ist denn besser? Genereller Angriff oder Schaden? Ich bin mir nicht sicher. Oder vielleicht sogar der kritische Chance. Wendigkeit. Mehr Angriff auf die Axt. Generell mehr leichter Schaden. Du hast nur Lernruhenplatz. Ganz ehrlich, alles, was ich anlegen kann, wird schon gut sein. Besser als nichts drin zu haben. So, und wo will ich jetzt nichts hin? Da wäre halt noch so ein Ding. Rätsel. Da ist ein Chester. Lass uns einmal zurück zum Hauptgebiet gehen und mal mit der Hauptquest weitermachen dann. Ich glaube, so zwischendrin ein bisschen erkunden, aber dann auch mit der Hauptquest weitermachen, ist ein gutes
Verhältnis. Ich versuche immer zu verstehen, was sie im Hintergrund schreien, aber es ist halt nicht mal meine Sprache, von daher werde ich nie verstehen, was sie da schreien. So, Hefner Top. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle hier beim nächsten Mal weiter und folgen der Hauptquest. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei ein bisschen beim Erkunden und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.